Laschet auch im konkreten Regierungshandeln übereinstimmen. Allerdings gibt es auch Unterschiede in der Ambition, bestimmte Vorhaben anzugehen. Wir verstehen uns ja auch in der Regierungszusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen als ein Fortschrittsbeschleuniger und als die Kraft, die besondere Sensibilität für die Bürger und Grundrechte der Menschen hat, die in besonderer Weise sich einsetzt für technologisch fortschrittliche Lösungen auf Probleme, die sich unserer Gesellschaft stellen. Und bei aller Partnerschaft im konkreten Regierungshandeln gibt es eben genug Unterschiede, die den Wahlkampf in diesem Jahr spannend gestalten werden. Wir wünschen Herrn Laschet also viel Erfolg, soweit er nicht zu unseren Lasten geht, sondern wir möchten in einen Ideenwettbewerb nun eintreten für ein Gestaltungsjahrzehnt der 20er Jahre. Jetzt sind ja auch bei allen Parteien die Personalfragen geklärt mit der Kandidatur von Frau Baerbock und Herrn Laschet. Jetzt kann es endlich um die inhaltlichen Fragen gehen, welchen Kurs unser Land in den nächsten Jahren einschlagen soll. Wenn es nach den Freien Demokraten geht, dann wird unser Land moderner, unser Land wird freier, unser Land wird wirtschaftlich stärker werden. Und dafür müssen wir mehr Vertrauen in die Menschen, ihren Unternehmer- und Erfindergeist setzen. Zur Sitzungswoche. In Ihrem Zentrum steht natürlich die Novelle des Infektionsschutzgesetzes mit der sogenannten Bundesnotbremse. Damit werden wir uns auch aktuell in unserer Fraktionssitzung beschäftigen. Es hat Veränderungen an dem Gesetzentwurf durch die Koalitionsfraktionen gegeben. Diese Veränderungen gehen in die richtige Richtung, teilweise in die richtige Richtung, gibt es Ausnahmen. Aber wir erkennen an, dass über das Beratungsverfahren es Modifikationen gegeben hat. Für uns ein Beleg, dass die Beteiligung des Deutschen Bundestages eine Qualitätssicherungsfunktion hat. Da können dann Sachverhalte abgewogen werden, Rechtsbedenken vorgetragen werden. Und Sie wissen, dass die Freien Demokraten ja beispielsweise bei den Ausgangssperren erhebliche Bedenken aufgeworfen haben hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahme einerseits, aber andererseits auch ihrer Verfassungsfestigkeit. Das hat zu Veränderungen am Gesetzentwurf geführt in dieser zentralen Problematik. Dennoch sind unsere Bedenken dadurch nicht ausgeräumt, sondern im Gegenteil, es bleibt eine große verfassungsrechtliche Problematik bei dieser Frage. Und diese verfassungsrechtliche Frage, die wird aufgeworfen, ohne dass es wirklich eine belegbare Wirksamkeit für die Pandemiebekämpfung gibt. Wir werden deshalb Änderungsanträge vorlegen zum Bereich der Ausgangssperre. Von einzelnen Personen oder von geimpften Paaren, die draußen unterwegs sind, geht keine Infektionsgefahr aus. Diese Ausgangssperre hat zudem eine hohe praktische Bedeutsamkeit für Menschen, die etwa im Schichtdienst arbeiten und die deshalb einen anderen Tagesablauf haben als Sie und ich. Und deshalb werden wir an dieser Frage dranbleiben und einen Vorschlag machen, die Ausgangssperre in der jetzigen Form aus dem Gesetz zu streichen. Länder und Landkreise haben ja bisher schon in örtlicher Verantwortung die Möglichkeit, das Instrument zu nutzen, wenn es sich aus der örtlichen Situation als zwingend erforderlich ergibt. Eine Automatik ab einer 100er-Inzidenz, das bundesgesetzlich zu regeln, die sehen wir nicht, sondern wir sehen die beschriebenen verfassungsrechtlichen Bedenken. In einem Bereich ist der Gesetzentwurf verschlechtert worden. Das betrifft die Frage der Schulschließung. Aufgrund einer Inzidenzzahl von 165 soll bundesgesetzlich angeordnet werden, dass die Schulen geschlossen werden. Die Festlegung dieser Zahl ist fragwürdig. Wo kommt die her? Warum 165? Warum nicht 158,3 oder 172,1? Eine ganz offensichtlich gegriffene Zahl aus dem politischen Basar.
Wenn man diese Zahl nimmt, dann stellt man fest, dass in weiten Teilen Deutschlands ohne Anschauung des konkreten Pandemiegeschehens vor Ort die Schulen jetzt geschlossen werden müssten. Mit den enormen sozialen Folgen für die Kinder und Jugendlichen und für ihre Familien. Es besteht ja die Gefahr, dass junge Menschen komplett den Anschluss verlieren, wenn sie auch nach Monaten nicht in einen wie auch immer pandemiekonform gestalteten Unterricht zurückkehren. Die Betreuungsprobleme bei den Familien, die mangelnde Planbarkeit kommt jetzt zurück. Flächendeckend eine Inzidenz vorzusehen, eine feste bundesgesetzliche Zahl, kann auch dazu führen, dass Schulen aufgehen, geschlossen werden, aufgehen, geschlossen werden. Es wird auch nicht berücksichtigt, dazu gleich noch mehr, was genau die Inzidenzzahl verursacht hat. Also beispielsweise ein Clusterausbruch an einer Stelle, der von den örtlichen Behörden aber als kontrollierbar eingeschätzt wird. All das spielt keine Rolle. Schule wird geschlossen. Das halten wir für falsch. Wir werden deshalb einen Antrag stellen, nicht nur auf der Basis dieser Inzidenz von 165 über Schulschließungen zu sprechen. Wir wollen ganz grundsätzlich beantragen, dass auch andere Parameter einbezogen werden, also etwa die Impfquote, die Auslastung der Krankenhäuser, die Quote der positiv Getesteten an der Gesamtzahl der Tests. Wir wollen ermöglichen, ein weiterer Änderungsantrag, dass der Einzelhandel mit vorliegendem negativen Test geöffnet bleiben kann in Modellen des Terminshoppings. Und wir wollen auch Modellprojekte für die testbasierten Öffnungen erhalten. Die sind ja eingeführt worden durch frühere Tagungen der Ministerpräsidentenkonferenz, um zu untersuchen, wo Infektionen tatsächlich stattfinden. Also ich denke jetzt an das Modellvorhaben des Tourismus in Schleswig-Holstein bei niedriger Inzidenz etwa. Und dort soll geprüft werden, wo sind die wirklichen Infektionstreiber, wenn man diese Modellvorhaben alle schließt, auch andere Vorhaben wie etwa Tübingen schließt, dann fehlt uns wichtiges Erfahrungswissen, das wir gewinnen können. Und deshalb muss es dafür weiter eine Möglichkeit geben. Ganz konkret muss auch bei regionalem Infektionsgeschehen bei Inzidenzzahl von 165 und mehr die Schule geöffnet bleiben können, wenn das vor Ort möglich ist. Wir beabsichtigen durch unsere Vorschläge nicht nur das Gesetz verfassungsfest zu machen, sondern auch praxistauglicher zu machen. Wir wollen eine andere Abwägung bei den sozialen und wirtschaftlichen Risiken der Pandemiebekämpfung vornehmen als die Große Koalition. Sollten unsere Änderungsanträge abgelehnt werden, dann werden wir im Lichte des dann endgültig beschlossenen Gesetzestextes auch uns vorbehalten, die Rechtskonformität, die Verfassungskonformität in Karlsruhe durch eine Verfassungsbeschwerde prüfen zu lassen. Definitiv sagen kann man das erst, wenn der endgültige Gesetzestext vorliegt, unsere Änderungsanträge beschlossen oder eben nicht beschlossen worden sind. Aber wir behalten uns das ausdrücklich vor. Soweit von mir zu dieser Sitzungswoche. Ja, ich hätte eine Nachfrage zu der möglichen Verfassungsklage. Herr Theurer hat getwittert, dass Ausgangssperren mit der FDP gar nicht gehen, egal wie sie aussehen. Und wenn sie im Gesetz blieben, würde die FDP in jedem Fall klagen. Ist das so? Und wer würde dann klagen in der FDP-Fraktion? Abgeordnete? Also tatsächlich ist es so, wenn die Ausgangssperre in diesem Gesetz, feste Inzidenz, automatische Konsequenz kommt, dann haben wir noch keinen förmlichen Beschluss gefasst. Aber dann ist sehr wahrscheinlich, dass wir aus der FDP-Fraktion heraus den Weg nach Karlsruhe gehen werden, um Rechtssicherheit herzustellen. Wer wird klagen? Nicht die Fraktion als Fraktion. Da haben wir keine Klagebefugnis. Sondern wenn ich sage aus der FDP-Fraktion, dann heißt das, Mitglieder der Fraktion, zum Beispiel ich selbst, würden dann im Wege der Individualverfassungsbeschwerde, allerdings eine größere Gruppe von Abgeordneten oder alle 80 würden den Weg nach Karlsruhe über dieses Prozessmittel gehen. Ja, ich danke auch sehr.